Gute meine Freunde und willkommen zu diesem Project Reality Gameplay Video. Im Nachgang gibt es für euch auch Spielszenen, allerdings möchte ich euch vorher fragen, ob ihr denn mehr Project Reality sehen wollt. Wenn ja, dann lasst es bitte in den Kommentaren stehen. Dann weiß ich, ob es sich lohnt, längere Gameplay Videos aufzunehmen und zu bearbeiten und auch hochzuladen. Das dauert ja bei meiner Leitung immer so ein bisschen und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wer Project Reality nicht kennt, die Kurzform, eine wunderbare Battlefield 2 Mod, die schon seit Jahren gespielt wird und immer noch sehr viel Freude und Spaß bringt, da sie ja extrem auf Teamplay und Kooperation ausgelegt ist und natürlich auch gewisse realitätsnahe Komponenten enthält. Wer es genauer wissen will, sollte sich im Internet darüber informieren. Ich werde ein paar Links unter die Beschreibung packen oder in die Beschreibung vielmehr und vielleicht auch ein paar Links zu Gameplay-Videos, die etwas länger sind als meines jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Tja, willkommen an der Front. Project Reality ist wieder angesagt und wir sind mitten im Nirgendwo als irgendwelche Separatisten, Milizen, keine Ahnung. Der Russe steht vor der Tür. Aus dem Squad mal ganz kurz in den Squad 2 Party schon erledigt. Und es ist Chaos. Es ist absolutes Chaos an der Frontlinie. Wobei es geht. Es sieht momentan gerade ganz geordnet aus, aber aus Richtung Ost kommen die Panzer. Warte mal. Ah, der bewegt sich aber auch kein Meter, der Arsch. Jetzt ganz langsam, so wie es sich anhört, ne? Ansonsten nimm mal sein Kit bitte und hol ihn. User joined your channel. Direkt zu mir. Ja, wir bräuchten eine Latte, oder? Ja, wir haben aber nochmal eine Latte, oder? Wir haben das Latte. Ja, keine Ahnung. Leute, wir hatten das Light AT. Wer, ja. Nexus, wo bist du? Ja, Silent, der kann jeder Deutsche, aber ich glaube nicht, dass er damit viel Erfolg haben wird. Mit dem Spotleader. Denke ich mir, aber ich kann es gerne probieren. Mal irgendwo auflauern und man könnte vielleicht als Ablenkung benutzen, denke ich, aber ansonsten interessiert ihn das nicht groß. Eh nicht, und außerdem steht der frontal zu uns. Da kommst du nicht durch. Jetzt kommt unser APC mal von unten, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kannst du gleich probieren, uns zu holen, Johannes. Andi, schaffst du den einer zum Song, damit sie wissen, wo der APC ist, der feindliche? Ja, ich sag's ihnen gerade. Das ist ein Tank! Das wird ja immer besser. Ich hab's ihm gesagt, jetzt fährt er voll rein. Das ist ein fucking Tank! Das ist ein fucking Tank! Der wird gleich hochgehen wie irgendwas. Das ist unsere Chance, hol die Verwundeten. Ja, jetzt beweg dich, Johannes, probier's einfach mal. Thank you.
Das war knapp. Nice, Jungs, nice. Ah, fresst das hier, Schweine. Ah, YOLO. Uah. Ah, bewegt euch, was soll das? Ah. Baby. Ah. Meine Fresse. Run if it's possible, run if it's possible. I'm gonna suppress this first. Ah, scheiße. And after that, I wanna go to the T building of the mosque. Before Eero, fuck, do we have enemies in the T building? No, it's a friend, okay. Nexus, bist du wieder im Squad? Nee, der hat das geschlossen. Der hat das geschlossen. We have enemy sorg on covering the enemy sorg at this area here to mark. Does anyone need a medic right now?